Hallo Leute, da sind wir wieder zurück in Sims 3 und hier schon perfekten Blick auf den Wachtmeister und die Autoschlange. Hier ist das Auto von unserem Udo, also der wird da abgeholt und da hinten fährt er. Check. Nein. 4x4, okay. Hässliche Frau. Und da schon wieder Udo. Da würde ich einfach mal sagen, hä, wieso... Das Haus backt schon wieder. Starten wir einfach mal das Let's Play. Also die Autos fahren hier. Und der hässliche Junge bringt uns die Post. Nein, das ist gar kein Junge, das ist ein Postmann. Udo fährt jetzt in die Arbeit. Herbert fährt natürlich nicht in die Arbeit, weil er sterben muss. Und Manuel ist natürlich zu Hause. Der kann jetzt gleich mal gucken, was wir im Briefkasten... Oh, wir können die Rechnung nicht bezahlen. Scheiß Dreck, muss Geld verdienen. Egal, wenn Udo kommt, haben wir ja wieder Geld. Okay, dann schauen wir mal die Stadt an. Was könnten wir denn heute machen? Am Strand waren wir schon... Wir könnten mal richtig fett angeln gehen, zum Angelweiher. Geh mal hier hin joggen. Richtiges Tempo. Aber zuerst musst du was essen. Armer Manuel. Das sieht doch ganz gut aus. Dann esse mal schön. Folgen wir mal. Er setzt sich auf die Harzler-Couch. Herbert, hör auf rumzuschreien. Du bist selbst schuld. Und Manuel schaufelt sich da sein Frühstück rein. Danach gehen wir mal richtig fett angeln. Eine Sardelle haben wir ja schon gefangen. Aber tun wir jetzt erstmal die Tiere hier rausstellen. Hey, wieso geht denn das gerade nicht? Die kann man auch stapeln. Stellen wir mal den da drauf. Und ein Eisen. Nicht schön, aber selten, gell? Schön jetzt. Und er joggt schon los. Perfekt. Und da sein Sportfitness steigt. Und bald hat er die Stufe 4 erreicht. Dann kriegen wir wieder hier Punkte in die Lebenszeitbelohnung. Genau. Dam, 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 dam. Schauen wir mal von vorne an. Die läuft irgendwie komisch. Wie so ein Hühnchen irgendwie. Level 4. Perfekt. Ach so. 4 Stunden angestrengt trainieren. Vielleicht kriegen wir es auch noch. Udo geht gar nicht gut in seiner Arbeit. Aber das ist mir egal. Und Herbert verreckt fast. Es ist dunkel. Er ist müde. Er muss duschen. Er hat Hunger. Und wir amüsieren uns hier draußen. Oh man. Ja, 4 Stunden an. Nein. Energie aufladen. Ach so, okay. 3680. Mit 5000 können wir uns das erste kaufen. Perfekt. Wie viel hat Udo eigentlich? Wenig. Herbert hat auch wenig. Manuel hat viel. Das war eh klar, weil wir am meisten mit ihm machen. Oh, er stinkt schon. Eigentlich müsste er jetzt duschen. Wie lange ist es denn noch zu seinem Ziel? Okay. Dauert er nicht mehr so lang. Aber eine ganz schöne Strecke ist er da gelaufen. Unser Manuel. Zoomen wir mal wieder ran.
Ich bin stolz auf dich. Wenn du jetzt noch gescheite Fische fängst, dann wirklich Hut ab, mein Freund. Obwohl du jetzt dringend duschen müsstest. La 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 la. Mann, lauf schneller, ich will, dass du endlich da bist. Level 6 in der Athletikfähigkeit erlernen. Und er schon eine richtige Dampfwolke hinter ihm. Jetzt sieht man es gerade nicht. Wo hat man es gerade gesehen? Da. Sieht man so leicht grün. Hier, perfekt. Nicht die Tiere vergasen, Manuel. Nicht die Tiere. Und auch nicht die Menschen. Lieber die Fische. Aber jetzt dürfte doch gleich da sein, oder? Ah, und ich kann ihn schon sehen. Und wir leveln hier richtig seine Fertigkeiten. Und er ist schon richtig, richtig fett. Er hat schon 4 Fähigkeiten Level auf Athletik. Boah, geiles Auto. Aber jetzt sind wir erstmal beim Angeln. Gut gemacht, Manuel, gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Und da springen die Fische auch schon. Angeln. Udo hat heute 242 Simoleons erhalten. Oh, stinkt der Manuel. Und seine Angelfähigkeit steigt auch. Genau, aber schauen wir mal zu Udo. Udo, hallo? Schnell hinterher, schnell hinterher. Wir schaffen's, wir schaffen's. Und da ist er auch schon. Unser armer Udo. Oh, er muss dringend schlafen. Schlafen. Schauen wir mal wieder zu Manuel. Die beißen hier einfach nicht. Dann lernen einfach mal schneller. Vielleicht beißen sie ja dann ab Level 2. Aber schöne Angel hast du da. Und hier hört man schon den Hardcore-Drill. Und er hat wieder nichts gefangen. Und er stinkt. Ja, er hat einen Fisch gefangen. Im Wert von 5. Einen Katzenfisch. 0,1 Kilogramm. Und schon wieder ein Fisch. Jetzt springen die Fische hier förmlich raus. Gut gemacht, Herbert. Jetzt hat er schon 2 Katzenfische. Hier ein bisschen rumklicken. Und schon wieder ein Fisch. Perfekt. Schon den 3. Katzenfisch. Gut gemacht, gut gemacht. Und Udo ratzt Herbert. Wie geht's unserem Herbert eigentlich? Eigentlich wollte ich ihn ignorieren, aber schauen wir einfach mal vorbei. Hallo Herbert. Haus säubern. Jetzt regt er sich wieder auf, weil er nicht raus kann. Haha. Und Manuel angelt hier immer noch. Hat schon 4 Katzenfische und eine Sardelle. Und trägt immer noch den Baseball mit sich rum. Wir könnten mal in unseren Garten schauen. Hinten im Haus. Wie der schon so gesprießt ist. Manuel hat Level 2 erreicht. Und da... Was steht da? Pflanzen gießen. Das kannst du natürlich machen. Oh, das musst du machen, wenn du mehr Spaß hast. Da musst du halt einfach... Okay, das Buch haben wir aufgeräumt, stimmt. Lesen. Wo ist Bella? Haben wir 2 Mal, okay. Kaum sinnlos. Zurück zu Manuel. Ich würde sagen, weil ich bin jetzt schon mehrmals hier hin und her gefahren und habe hier ein richtig fettes Haus gesehen. Hier ist es nämlich. Das sieht richtig mächtig aus. Ich würde sagen, einfach mal Haushalt besuchen.
Vielleicht lernen wir nette Leute kennen. Und ja, die sehen auch nicht gerade arm aus. Hier, kaum übertrieben großer Garten. Aber die Hausfarbe gefällt mir nicht. Rosa. Also wirklich, was haben die sich dabei gedacht? Haben die überhaupt gelernt? Und da sehen wir schon jemanden. Das war doch der eine vom Gruselhaushalt, oder? Der Typ mit dem Hut. Na egal, wo bleibt er denn, Manuel? Da ist er auch schon. Ich hoffe, sie haben nichts dagegen, dass er jetzt stinkt. Aber das ist mir egal. Vielleicht können wir ja da duschen. Was haben wir sonst noch? Pflanzen mit fangfrischem Fisch düngen. Was? Wie kann man Pflanzen mit Fisch düngen? Egal. Sims halt. Oh, die ist doch richtig heiß. Nein, Spaß. Ja, das ist eh klar, dass die reich sind. Machen wir die mal klar. Obwohl sie richtig hässlich ist. Ja, okay, nicht richtig. Aber die Klamotten sind wirklich gewöhnungsbedürftig. Aber das ist unserem Manuel doch egal. Er stinkt doch selbst. Lustig, Grimasse schneiden. Oh, und der arme Typ muss eiskalt abblitzen. Oh, und die erste hat schon gemerkt, dass wir richtig stinken. Aber wir reden trotzdem mit ihr. Einfach mal irgendwas labern. Und dann schauen wir mal wieder zu Herbert. Oh, und jetzt hat er schon vier Sachen rot. Am schlimmsten ist wohl die Energie. Gleich wird er umfallen. Herbert. Oder du kannst aufhören zu schlafen. Aber zurück zu Manu. Unserem Player. Oh, und hier schon wieder. Oh, und ich glaube, da wurde unser Manuel eiskalt abserviert. Wo ist denn die, wo mit der reden wollte? Na egal, Manuel. Dann kannst du die mal vergessen. Und ich würde sagen, besuch mir noch das Fitnessstudio. Weil ich habe gehört, dass man da kostenlos duschen darf. Das muss ich noch finden. Fitnessstudio. Hallo? Ah, da. Bin ich blind oder was? 28 Stunden Fitnessstudio besuchen? Hä, okay. Sims wird immer seltsamer, dass es 28 Stunden gibt, wusste ich noch gar nicht. Und jetzt fährt er da elegant beim Taxi hin. Wetten, wieder der gleiche Taxifahrer von letztes Mal. Und was sage ich? Wieder dieser Opa. Dieser Opa ist mit seinen blonden Haaren. Auf Simsisch. Taxi wahrscheinlich. Simsisch. Okay. Und da ist auch schon. Und besucht das Fitnessstudio. Und da sind wir auch schon. Los, geh jetzt mal duschen und dann benutzt das Klo. Und dann können wir noch in den Pool steigen. Schwimmen. Oh, Klo müssen wir schon benutzen. Und dann schwimmen gehen. Wir wollen ja nicht ins Wasser pissen, ne? Und Udo ist doch aufgestanden. Jetzt geht er lesen und dann kann er in den Garten gehen und seine Pflanzen gießen. Ins Wellness Center gehen. Kannst du mal voll. Wer? Herbert hat auf den Boden gepisst. Herbert, du Assi. Naja. Boah, ist der Assi. Herbert hat auf den Boden gepisst. Herbert hat auf den Boden gepisst. Und hier unser schöner Garten. Wegwerfen? Nein, wollen wir nicht. Können wir irgendwas gießen? Können wir nicht, schade. Aber Udo kann da mal duschen. Und dann kann er sich wieder in sein Bett dratzen.
Und wie geht's unserem Manuel im Fitnessstudio? Eigentlich sind wir nur hierher gekommen, um zu duschen. Aber er ist hier auf der öffentlichen Toilette vom Fitnessstudio. Und hier wieder alles verpixelt. Bisschen näher ran. Na egal. Schauen wir mal noch ins bisschen im Fitnessstudio um. Da ist ein Kühlschrank, da können wir dann noch was essen. Genau. Aber wie die Geschichte hier weiter im Fitnessstudio ausgehen wird, ob man uns rausschmeißt oder einfach drin lässt, das erfahren wir morgen am Sonntag. Also dann, Leute, bis dann.